Ja, hallo, guten Tag. Sportvertreter, mein Name auf Wunsch heute mal C63 AMG Mercedes. Wird getuned für knapp 90.000 Euro. Holen wir ihn uns. Und Leute, kurze Info mal: Ich habe viele Autos gewünscht bekommen. Ich habe E46, BMW M3 bekommen. Ich habe i8 bekommen. Ich habe sonstige Autos. Diesen AMG habe ich hier bekommen als Wunsch und so. M4, ja, okay, M4 habe ich schon getuned. Sonstige Autos, Leute. Deswegen, ich habe schon mehrere Wünsche bekommen. Ich werde versuchen, sie nacheinander dann zu tunen, die Autos. Aber nicht direkt. Weil wenn ich jetzt alle guten Autos, alle geilen Autos hier, das heißt BMW, Audi, sonstiges, tune, dann gibt es halt am Ende nur noch Müllautos und dann ist halt dieses Format von Nitro Speed, das sag ich mal, schnell vorbei. Deswegen versuche ich mich auf 3 Videos die Woche zu beschränken. Ich versuche die Videos immer am Freitag, am Sonntag, genau, und am Mittwoch rauszubringen. Ich versuche es, wie gesagt, um 18 Uhr oder so. Ich möchte versuchen, immer eine feste Zeit zu bekommen, wo ich diese Videos rausbringen kann. Genau, ich werde heute diesen AMG tunen und als nächstes werde ich euch zwischen eine Wahl stellen. Und zwar zwischen den... Ich muss die Nummer kurz finden, Leute. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Da, genau. Den Lamborghini Countach. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Den da hier. Oder dem Ferrari F40. Ganz geile Ferrari. Ich feiere den übelst. Ihr könnt sagen, das heißt, ich schreibe jetzt, ihr geht jetzt runter in die Kommentare und schreibt jetzt direkt rein, welches Auto ihr als nächstes haben wollt. Welches Auto ich als nächstes tun soll. Dieser Ferrari oder dieser andere Lamborghini Countach. Ihr könnt euch da dann entscheiden. Schreibt es einfach in die Comics, da steht auch meine Frage. Die einfach beantworten und dann werde ich wissen, welches Auto ich als nächstes tun soll. Also wirklich, geht jetzt komplett runter, schreibt es rein, Leute. Jetzt gibt es, wie gesagt, den AMG. Und als nächstes dann entweder diesen Lamborghini oder den Ferrari F40. Und dann als nächstes kommt dann vielleicht der E46, der gewünscht wurde, oder der i8, sonstiges, ne? Deswegen, ich versuche das dann immer, ja, sag ich mal, lang zu ziehen, damit nicht immer die besten Autos kommen, sag ich mal so. Ihr wisst ja, wie ich das meine, ne? So, ich rede zu viel, Mann. Also, let's go. So, 1063, wo ist der? Für 90.000 war das, glaubt mal, knapp 90.000. Wo ist das? Hier, jetzt. So, den kaufen wir uns mal. Den testen wir auch mal direkt vom Sound her. Es hört sich nach einem V8 an. Es hört sich nach einem V8 an, Leute. Ich teste den mal kurz im Driften. Und danach mal in die Garage rein, weil da nämlich gespannt, ob da wirklich ein V8 drin ist, weil es hat sich wie ein V8 angehört. Okay. Driften ist gut. Driften macht auf jeden Fall schon mal einen guten Eindruck. Kann man damit leben. So, dann Jalle Abfahrt in die Garage. Okay, Leute, davor gibt es noch kurz einen Test. Ich möchte gucken, ob das originale Dingen sind oder Blinden. Jetzt sehe ich das nicht so ganz. Ich habe schon mal bei so einem AMG gesehen, dass es Blinden sind. Aber ich weiß, sind das jetzt Blinden? Man erkennt das jetzt nicht mehr so gut, nicht so gut. Ich weiß nicht, sind das Blenden oder nicht? Ich erkenne es gerade nicht so gut. Egal, ja, Jalla Abfahrt, Jalla Garage rein. Wir tunen das Auto jetzt mal schön. So, nice. Wir sind drin. Wow, ein neues Auto. Jetzt auf großem Fuß, was? Der beste Motor ist der 3,8 Liter Schmiedemotor V6 mit aktuellen 721 PS. Oha, 600.000 Euro einfach. Ist viel. Und tatsächlich, ja, eingebaut ist gerade ein V8. Ja, ich hab's gehört. Ich hab so hart gehört, dass ein V8 ist. Gut, wir bauen diesen Motor hier ein. Boah, das ist echt viel, ne? Geld. So, Leute, Power ist auf jeden Fall aufgetuned. Ihr seht schon, 400 plus, easy erreicht. Fast überall 10, außer bei Beschleunigung, da ist 9,9. Ihr seht oben rechts das Geld, das ist jetzt echt viel, was ich da verschwendet habe. Was heißt verschwendet? Also verbaut habe, sag ich mal so, in das Auto. Ob das jetzt Vorteil oder Nachteil ist, darüber lässt sich jetzt streiten. Ich sag also nicht so nice, wenn da jetzt so viel Geld ist, aber gut. Ich hoffe, 78.000 Euro reichen jetzt noch für die bestimmten Dinge hier, um die zu tunen. So, ich versuche den so gut wie möglich zu machen, ne? Und allgemein, ich versuche mal das Video ein bisschen kürzer zu halten. Ich glaube, ich habe am Anfang richtig viel geredet. Sorry dafür, Leute.
Aber ich wollte euch das einfach mal wissen lassen. Nee, Mann. Nee. Einfach mal wissen lassen, wie das jetzt so abläuft. Auf meinem Kanal. So, wie gesagt, weil ich möchte ja versuchen, jetzt immer zu pünktlichen Zeiten ein Video hochzuladen. Nehmen wir mal getönte. Stoßfänger. Nehmen wir mal den hier. Also ich möchte gar nicht mal so viel an dem Auto machen. Weil, ich weiß, also... Ja, sowas meine ich halt. Weißt, wisst ihr, sowas ist halt einfach schon zu viel. Das meine ich halt mit nicht so viel machen an dem Auto. Das ist halt so schon zu viel. Das sieht auch irgendwie... Nee. Das lassen wir auch mal. Spiegel, Spiegel. Nee, den lassen wir Carbon gehalten. Das kann man durchaus mal machen. Da das auch, glaub mal, Carbon ist, kann man das auf jeden Fall auch machen. So, was ist das da? Dann nehmen wir auch mal. So, Scheinwerfer, Tönung. Ja, Mittel. Ich sag's euch, Leute, Mittel ist das Beste. Also mir persönlich gefällt Mittel am meisten. Das ist einfach nicht zu stark und auch nicht zu wenig. Ja, so eine Lippe, das feiere ich immer. Nur eine ganze zinte Lippe, das ist immer geil, ganz geil. Hier nehmen wir, glaub mal, das da, weil da kommt er ein bisschen breiter rüber. Von hinten. So, Nummernschild lasse ich. Ihr kennt das ja, ne? Da nehme ich das, da wird halt alles nochmal schön umhüllt. Die Auspuffe würde ich lassen. Wenn es aber Blenden... Sind das Blenden? Ich schau gerade. Weil sowas ist auf jeden Fall, sind keine Blenden. Auf jeden Fall, ne? Ja, der wahrscheinlich... Ja, komm, sowas kommt dran. Sowas kommt dran. Nein, ich lasse mal die Standard. Ich lasse die mal drinne. Nee, das ist wieder zu viel, oder? Ist das zu viel? Nein. Ich nehme das mal, weil das das steht halt nicht über. Also steht halt nicht ab. So, Soundsystem. Unnötig, aber bauen wir trotzdem mal ein. Okay, wir haben knapp 60.000 noch übrig. Das müsste, glaubt man, schon hinhämmern. Mit den Gunstuning. Gut. Felgen. Ich weiß, ob ich die Standard lassen soll oder ändern soll. Ich glaube, ich lasse aber die Standard. Weil es halt Originale sind. Gerade immer, wenn ich etwas M-haftes tune, also von M oder von AMG halt, dann lasse ich immer gerne Original. Aber andere Autos, da tune ich gerne. Aber ich glaube, hier lasse ich mal Original. Ich tue halt nur kurz mal ein bisschen Farbe ändern. Dies ist das Ananas. Okay, Leute, folgendes. Ich habe es mir umgedacht. Ich werde doch nicht diese Felgenfarbe ändern. Weil das Auto soll später matt-grau werden, so wie auch... Ja, Standard C63 ist. Jetzt ist ja, glaube ich, immer matt-grau, matt-schwarz so. Da habe ich alles, fast alles Standard gelassen. Ich habe einfach nur andere Felgen, Reifen drauf gemacht. Gezogene Reifen, weil die Bremssättel sind original von AMG. Die Bremsscheiben sind bereits gelocht, deswegen habe ich die nicht geändert. Und wie gesagt, die Originalfarbe habe ich dann doch gelassen, weil später wird er, wie gesagt, grau. Komm, das machen wir sogar jetzt. Farbe. Ich mache das jetzt ganz schnell, warte. Just geht, also matt, glaub mal. Nein, Unlake, genau. Matt. Und hier die Helligkeit runter. Ja, jetzt. Ja, sowas ungefähr. Aber Unlake ist auch cool, ne? Also Hochglanz. Unlake Hochglanz. Aber wir lassen mal Chrom. Was für Chrom, Junge? Matte meine ich. Wir lassen mal matt. Ey, ich glaube, ich hab sogar die gleiche Folierung wie auf dem M4. Oder? Und lass mal schauen. Wo ist der M4 hier? Ne, tatsächlich. Klar, so grob, glaube ich mal. Die Motorhaube. Wild. Fast die gleiche Farbe wie bei ihm. Warte, können wir mal vergleichen.
Ach lol, hier wird der ungetuned angezeigt momentan. Ach so, lol. Shit. Egal, ja, wir haben fast die gleiche Farbe wie beim M4. Wir können, ich habe schon überlegt, Leute, irgendwann mal ein Vergleichsvideo zu machen. Wenn wir beispielsweise ein X6M gegen eine G63 AMG testen oder ein M5 Competition gegen diesen C63 und sonstiges. Wir können auch gerne mal solche Testvideos machen. Die sind zwar etwas aufwendiger dann, aber ich kann mich mal informieren, wie das geht. Und dann kann ich sowas auch mal irgendwann bringen. Wäre ziemlich interessant, glaube ich. Gut, Lackierung wäre fertig. Boah, ich rede so viel. Nitrofarbe, nee, Reifenqualm finde ich bei sowas muss nicht sein. Aber Luftfederung können wir einbauen und weißes Unterlicht, wenn es gäbe, würde ich machen. Ah, gibt es kein weißes Unterlicht. Schade, Marmelade. Oder ich muss, glaube ich, noch freischalten. Irgendwie sowas. Dann beim Standard tiefer legen. Okay, vorne bin ich zufrieden. Aber hinten. Hinten könnte er ruhig noch runterkommen. Da ist noch voll die Lücke. Aber gut, immerhin vorne. So, Reifensturz mache ich, glaube ich, gar nicht so viel. Nur so ein bisschen. Oder? Ja, da ist ja eigentlich schon Reifensturz vorhanden. Warte, ich mache aber nur noch hinten ein bisschen. So, jetzt. Hinten habe ich jetzt ein bisschen Reifensturz gemacht. Jetzt tue ich mal den Auspuffsound ein bisschen, ne, anpassen. Ihr kennt das ja. Okay, Leute, also das ist der fertige Auspuffsound. Okay. So, lassen wir so. Und ich glaube, damit wäre es das mit dem fertig. Auf jeden Fall haben wir den jetzt getuned. Gut, 41.000 Euro sind übrig geblieben, Leute. Wir fahren jetzt raus auf die Street. Laudi zu den lasse ich, glaube ich, mal drinnen, weil es immer geil aussieht. Man kann ja das Auto nochmal sehen. Und wir werden gleich mal schauen, was er so kann in Beschleunigung, sonstiges, so wie immer halt, ne? Ich bin sehr gespannt, wie er im Driften ist jetzt. Ich weiß nicht, ob er schlechter geworden ist oder besser. Mal schauen. So, Leute, da ist der. Also, genau, 0 auf 100 und bei 100 werde ich dann den Boost zünden. So wie immer eigentlich, ne? Also kurz mal ein bisschen zurückfahren. So. Also, ja, Abfahrt. Okay, okay, okay. Warte, ich kann mir noch kein Bild machen. Ich muss noch ein bisschen fahren. Also er macht einen guten Eindruck. Aber, ja okay, das trifft gerade. Ich glaube, das trifft jetzt nicht so gut bei ihm. Warte mal. Na, Driften, wenn man im Drift drinne ist, das hatten wir glaube ich schon mal bei einem Auto. Wenn man im Driften drinne ist, dann driftet er wunderbar. Aber das Anfangen vom Driften ist ein bisschen schwierig. Da muss ich nämlich ein bisschen auf die Bremse drücken. Und das verlangsamt das Auto um einiges. Was heißt um einiges? Es verlangsamt das Auto nicht um einiges, aber es verlangsamt es. Und nur dann komme ich eigentlich gut ins Driften. Jetzt würde ich mal ohne Bremsen machen. Da merkt ihr schon, er braucht viel länger, um in den Drift reinzukommen. Aber gut, das ist jetzt nicht, das ist zwar näher gefunden, aber kein großer, das macht nichts. Aber Geschwindigkeit bin ich zufrieden. Beschleunigung ist auch nichts Negatives aufgefallen. Wenn ich das Auto holen möchte, kann ich es gerne holen. Und das macht einen stabilen Eindruck. Ist wirklich top. Wer Lust drauf hat, wer das Game hat, wer das Auto geil findet, kann sich es gerne holen. Also bis jetzt ist mir nichts Negatives aufgefallen. Wie gesagt, bis auf das Driften. Aber ich habe das schon mal erwähnt, Leute. Man kann alle Autos auf Driften umbauen. Das ist gar kein Problem. Das ist lange kein Grund dafür, dass ihr den Auto nicht holen sollt. Holt euch das Auto, tunet es euch. Ich meine, das Auto sieht nicht gerade schlecht aus. Holt euch das Auto und baut es einfach auf Driften um und dann wird er hervorragend gehen. Gar kein Problem. Also tolles Auto, ziemlich geil. Und wenn ihr das Auto feiert, lasst gerne ein Like da. Und schreibt in die Kommis, wie ihr das findet. Was würdet ihr anders machen? Gerne mal euer Feedback so reinschreiben. Ich lese es mir immer gerne durch.
Und in diesem Sinne wäre es auch schon mit dem Video gelesen. Och man, ich habe schon wieder vergessen, am Anfang die Werbung für meinen Kanal zu machen. Fuck, dann mache ich sie jetzt. Lasst gerne ein Like da, kostenloses Abo und Glocke aktivieren. Ihr wisst, wie das läuft, ne? Lasst mir nicht hängen, Leute, es dauert nur 1,2 Sekunden, irgendwie sowas, ne? Und dann seid ihr schon, habt ihr einem Menschen einen tollen Gefallen getan. Wie auch immer, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ciao.